So, ein Airbus A319 sind wir. LH35. Obwohl, heute ist Freitag. Nehmen wir mal LH19. So, unser Kennzeichen. AIBG. Dann können wir hier schon mal anfangen. Alles zu tippen. EDDH. Fangen wir mit der Flugnummer an. DLH. Für die deutsche Lufthansa. Ups. 19. So, der Flug ist geplant. Da steht er auch. Dann tipp mir mal alles ein. So, wir starten in Hamburg und fliegen nach Frankfurt. EDDF. Airline RS. So, 35 ist Cossonex und wir steigen auf. Auf wie viel 1000 Fuß? 36.000 Fuß. Das ist eigentlich relativ hoch für den Flug. Mal sehen. Dann verbinden wir mal alles hier. Da haben wir das hier auch drin. So, getankt haben wir 5,2 Tonnen. Und wie viel wiegen wir denn? Mal gucken. Wir wiegen 55,3 Tonnen leer, also Gewicht nur ohne Sprit. Dann 28,6 ist die Mitte. Starten tun wir über die Startbahn 15 mit der AMLU 9 Delta Departure. Non-Transition. Insert. So. Dann bei AMLU. Von AMLU fliegen wir nach M852. Nach DNX. DNX. Von DNX nach Riemet. Und zuletzt Krax. So, dann ist schon auch Anflug auf Frankfurt. Auf die Landebahn 07 Center. Über die Krax 5 Hotel. Da. Also nächste Woche Dienstag hole ich mir den neuen Flugsimulator. Dann wird der höchstwahrscheinlich am Donnerstag oder so gestreamt, weil der Download dauert ja auch noch. So, was habe ich dann? Init-Seite habe ich. Dann Performance-Seite. Wir starten mal die APU. Willkommen heißen, machen Sie es bitte bequem bei uns an Bord. Weiter.
Ja, von dir. Vom Co-Piloten. So, APU is available. Dann planen wir mal den Pushback. Hierhin ganz nach außen. Der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Der Schlepper bringt sich in Position. So, dann drückt ihr uns nach hinten. Verbindung mit GPS haben wir auch. So, Druck ist bei 10,19 Hektopascal. Dann möchte ich die Constraints mal sehen. Dann schließen wir auch die Türen. Bodenanbrücke. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Also die Tür ist zu, Rachttür ist zu, dann tippen wir noch die Performance-Seite aus und dann sind wir bereit. Schlepper ist verbunden, der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse. Before start checklist, cockpit brake completed, gearpins and covers removed, signs on, auto. Adir, snap, fuel quantity 5280 kilograms, takeoff data set, paragraph 1019 as set and cross-checked. Windows and doors closed, beacon on, thrust levers idle. Parking brake released. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Starting Engine Number 2. Dann starten wir dieses Triebwerk hier. Verwandte Damen und Herren, auch im Namen Ihrer Kabinenbesatzung möchten wir Sie heute auf unserer Lufthansa-Starline-Flug begrüßen. Bitte vergewissern Sie sich nochmals, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist und schneiden Sie sich bitte auch an und ziehen Sie Ihren Sitz gut fest. Und zusammen mit meinen Kolleginnen hier in der Kabine wünsche ich Ihnen eine angenehme Ladies and gentlemen, also on behalf of your cabin crew, would like to welcome you on our Lufthansa and Starline flight. Please make sure again that your hand luggage is safely stowed away and please also fasten your seatbelt now, making sure that it's all tight. And together with my colleagues, I wish you a pleasant stay with us today and an enjoyable flight. So, Triebwerk Nummer 2 ist verfügbar. Start Nummer 1. Am Boden zeigt Ihnen den Weg dorthin.
Das sieht original so aus. So, Drehweg Nummer 1 ist auch verfügbar. After Start Checklist, NDIs, off. E-Kim Series, check. Pitchroom. 0.2 units up, set. Rudder Trim, 0. Parkbremse wurde gesetzt. Schlepper wird getrennt, einen kleinen Moment bitte. Obwohl, wie viel Grad? 6 Grad. Haben wir Wolken? Cloud, ja. Cloud haben wir keine. Von daher brauchen wir auch keine Engine. Die Eis. Ist gutes Wetter hier. So, dann können wir die APU ausschalten. Ganz dunkel. Der Schlepper wurde entfernt, der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt es von der rechten Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. So, dann schalten wir die Lichter ein. Da ist ja supi. Parkbremse wurde gelöst. Dann rollen wir mal Richtung Start an. So, das Wetterradar wurde gesetzt. Das Ding wurde eingeschaltet. Bitte Sie nur bitten, die Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, den Sicherheitsgurt während des gesamten Fluges geschlossen zu halten. Wir wünschen Ihnen hier bei uns an Bord noch einen recht angenehmen Aufenthalt. What can you ask me to fast your seatbelt snowmaking show in the airport tight? For your own safety, we recommend that you leave your seatbelt fast during the entire flight. Would like to wish you a pleasant stay on board. Verehrte Fluggäste, wir haben für den Start das Licht in der Kabine gedimmt. Dies ist eine normale Prozedur und kein Grund zur Sorge. Ladies and gentlemen, please notice the cabin light has been turned down, as this is a normal procedure for a nighttime takeoff. Würde man ohne die Beleuchtung machen.
Bling, 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 bling. So, der Flug geht wie gesagt von Hamburg nach Frankfurt in dem Airbus A319 von der Lufthansa. Geplant sind ja so ungefähr 45 Minuten, 47 Minuten, ja, kommt hin nach Frankfurt, ist ja ein relativ kurzer Flug. Für den Flieger ist das ja nichts. Cabin crew, take seats for departure, thank you. Take off. N1 50% stable. Manflex 66 SRS runway out trust blue. Take off trust set. Knots. V1 rotate. Positive climb. Gear up. Sieht doch herrlich aus. Cross climb set. Power rev standard set. After takeoff climb checklist. Landing gear up. Na, kann ich noch nicht.
Flaps ab. Autopilot one on. Autopilot one in command. Flotte Nummer 100, Landing Lights off. Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun Ihre elektronischen Geräte benutzen. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis die Anschnallzeichen erloschen sind. Ladies and Gentlemen, it's now safe to use your portable electronic device. Ladies and Gentlemen, please remain seated until the captain has turned off the seatbelt sign. Flight level 100, seatbelt signs off.
18,000 feet.
10.000 Fuß.
Laps 1. Laps 2. Approach checklist, briefing confirmed, ICM status checked, seatbelts on, BioRef 1022 checked. And set, minimums 84 feet set. Engine mode selector, normal. Approach checklist completed. Laps 3. Twenty-five hundred. Cam crew, take seats for landing. Thousand feet televised, misapproach altitude set. Five hundred. 400. 300. Rabbit inside. 200.
100. 50, 40, 30, 20. 10, retard. 5. Spoilers. Reverse green. Solenoids, manual braking. Sportlich und dynamisch für unser junger Co-Pilot. Wieder gelandet dürfen wir Sie noch bitten, zu Ihrer eigenen Sicherheit solange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Dann glauben Sie uns, es hat noch kein Passagier geschafft, vor uns am Terminal zu sein. Im Namen der Besatzung dürfen wir uns nun ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Wir wünschen Ihnen nun einen schnellen, aber vor allem sicheren Weg nach Hause und ebenfalls eine angenehme Weiterreise. Wir sagen vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Schauen Sie auch bitte noch einmal nach, ob Sie nichts Persönliches hier bei uns an Bord vergessen, denn sonst können Sie es morgen auf eBay wieder ersteigern. In dem Sinne, alles Gute für Sie. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen. Welcome, ladies and gentlemen, fair and safety. Please remain seated. With your seatbelt fastened on time, we have reached our final marking position. And fasten seatbelt signs have been switched off. We would like to say goodbye to now. It was a pleasure having you aboard today. We do hope you enjoyed your flight. We wish you our safe and quick way home or a nice summer journey. We say thank you for being our guest today and looking forward to see you soon on one of our flights. All the best to you, take care, cheers and bye-bye. Und sollten Sie aus Ihrer Urlaubskasse noch nicht alles ausgegeben haben, so würden wir uns über einen kleinen Spendenbeitrag für unsere Hilfsorganisation der Harbour Alliance freuen. Eine Spendenbox halten wir auch gerne beim Aussteigen bereit. Vielen Dank. Crew, I'll do a slide.